Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind jetzt noch in der Stadt in Diamond City. Und ich habe mal nachgeguckt mit seinem Ruf. Hab da aber nichts gefunden dazu, dass der gecapped wäre. Also ich vermute, dass man da jetzt schon auf Max steigen kann. Ich habe aber, sagen wir mal, auf Google die Ergebnisse sehr geskimmt, hab nicht sauber durchgelesen, weil ich halt auch mich nicht spoilern wollte. Nette Knarre hast du da, aber lass sie stecken. Daher will ich jetzt auch nicht 100% ausschließen, dass ich was übersehen habe. Hast du einen Grund, mich anzusprechen? Verschwinde. Bürgermeister McDonough. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber ich habe zu tun. So. Dieses Mal werden wir ja, das hier ist Humpitz. Das ist auch alles. Das hier könnten wir machen. Eliminiere den Runner. Das hier können wir mal deaktivieren. Ja, also die ganzen Sachen, die ich jetzt vorhab, erstmal zu machen, die werden dem alle gegen den Strich gehen. Von daher wäre es vielleicht das Klügste, den sofort hier zum Sunshine Tidings Cooperative zu schicken. Wieso die nur 36% haben, weiß ich nicht. Und dann holen wir den da ab, wenn es soweit ist, wenn wir zu Nuka World geben, was, denke ich, in ja, ein, zwei Teilen der Fall sein sollte. Ich bin ganz Ohr. Den ja, fliegt weg. Den schicken wir jetzt erstmal weg. Hier, bitte. Ah, fliegt nicht vorbei. So, Meinung, wegschicken. Du kannst dich jetzt auf den Weg nach Hause machen. Es war mir eine Ehre, Sir. Sunshine, Tidings, wo ist es? Da. Dann hat er in der Zwischenzeit auch Zeit, um dahin zu kommen. So, dann werden wir jetzt. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Jetzt, entschuldige mich. Dann werden wir jetzt ich würde sagen, wir fliegen erstmal zu dem Typen ganz im Südwesten und dann porten wir uns zurück. Dann haben wir das nämlich erledigt, weil das hier so, weil der so gar nicht mit anderen zusammen im Zusammenhang steht. Das müssen wir auch auf jeden Fall mit dem Rubikopter machen. Vermutlich kann man sich da ganz gut stacken. Da hinten ist er gelandet. Jo. Diesmal sagt da niemand was.
Dann fliegen wir mal rüber. Zur felsigen Höhle. Das ist doch da, oder? Ja, genau. Alle Instrumente im grünen Bereich. Ja, das ist natürlich jetzt nicht. Die Wache ist einsatzbereit und freut sich aufs Gefecht, Sir. Ja. Wo sind denn die? Hinter mir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die den Hubschrauber abschießen können, wenn ich da drin bin. Ob der vielleicht damit unverwundbar ist. Na, es waren wieder die Supermutanten da hinten. Da ist wer. Naja. Es gab aber auch mal irgendein Spiel. Kling, kling, kling. Es gab auch mal irgendein Spiel, wo die, wo das Ding dann so heiß wurde, dass man nicht mehr weiterschießen konnte. Weiß aber nicht mehr, was das war. Vielleicht Alien vs. Predator oder sowas, wo man dann immer halt so, weil das auch anlaufen musste. Landung erfolgt an Zielposition. Ja. Sieht wieder normal aus. Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Das ist ein voller Erfolg? Es sind Nebenwirkungen aufgetreten. Ich habe wieder Haare und ein paar Muskeln sind noch da. Ich muss weiter am genetischen Resequenzer arbeiten. Aber es stimmt, das ist ein bedeutender Fortschritt. Aber nur für einen FEV-Stamm. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Schrott nehmen, wenn du möchtest. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Mhm. Teslas Forschung. Bingo. Das Feuer schon da gelegen. Energiewaffen verursachen Dauer 5% mehr kritischen Schaden. Ja, es ist, freut mich ja sehr, dass wir dir helfen konnten, aber mehr wäre schön gewesen.
Ich schütze und diene. Hm? Brauchst du irgendwas? Virgil? Fühl dich wie zu Hause. Ist nichts Besonderes. Ist nichts Neues. Ja, das war's tatsächlich schon. Wir haben jetzt nur gesehen, ja, dem geht's wieder gut. Da hätte ruhig noch mehr sein dürfen. Das war ein ziemlich unsinniger Weg, da mit dem Helikopter hinzufliegen. Aber gut, dann haben wir es jetzt abgeschlossen. Dann können wir uns wieder zurück teletransportieren. Piu. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Mhm. So, hier war, glaube ich, nichts mehr. Jetzt gucke ich nochmal genau. Ist Nordhagen Beach, das können wir eigentlich ignorieren. Das hier ist eine Entscheidung, wo man sich zwischen den Fraktionen entscheiden muss. Das ist eine Repeatable-Mission. Wollen wir nicht. Raider-Problem ist Repeatable, verdeckt im Untergrund. Das müssen wir machen. Eliminiere den Runner. Ist eine Repeatable, glaube ich. Hausmeister. Die müssen wir dann machen. Nuka Galaxy. Im Aufseher gesucht. Das ist meine eigene. Alle an Bord. Ach, das hier war auch eine Repeatable. Oder? Bin ich mir nicht sicher. Kann sein, dass das die Repeatable von der Bruderschaft war. Das ist Nuka Express. Und das hier sind nur noch die beiden Sachen wegbringen. Ja, dann haben wir jetzt gerade nur noch das mit der Railroad. Und ja, die hier könnten wir wegbringen. Das können wir aber auch sein lassen. Dann teleportieren wir uns mal wieder hoch. Und dann werde ich hier mal nach Bunker Hill. Die hatten wir ja zuletzt mit einem Gefecht versehen. Und dann werden wir von da aus mal runterlaufen zur Railroad und gucken, ob da noch irgendwas ist. Und dann hätten wir es eigentlich auch schon so gut wie. Also nach Ersten. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du da mal hin. Lululu. Freie Straßen. Genau, so langsam müssten wir hier. Da hinten ist das Ding. So, wie geht's euch jetzt? Panzerteil Railroad Mantel. Aha. Hey, Kleine. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Haben wir sonst noch Leichen liegen?
Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du nicht auf allzu viele Ärzte treffen. Naja, eigentlich nicht. Ne, ist nicht verbündet. Weil ich halt auch nicht weiß, wie man sich hiermit verbünden kann. Bowlingkugel. Mehr Leichen liegen jetzt hier nicht rum. Vielleicht haben sie sie schon wieder weggeräumt oder so. Dann verkaufen wir gerade den... Achso, Moment. Hatten die hier eine Werkbank? Wenn ja, finde ich sie nicht. Kann natürlich auch sein, dass der Bürgermeister einen normalerweise da hilft. Aber ja, der ist halt im Eimer. Ja, also eine Werkbank sehe ich jetzt hier nicht. Dann hätte ich nämlich mal diese Rüstung mir näher angucken können von der Railroad und die modifizieren können. Ja, dann nicht. Dann verkaufen wir jetzt einfach Krams. Entschuldigung. Das meiste hier habe ich selbst repariert. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot. Du hast die Kronkorb. Klar. Ja. Ja. Nicht so schlecht. Dann. Ist ja wahrscheinlich auch gut schwer und nimmt alles ein. Ne, den kann man drunter anziehen. So. Na, okay, jetzt sieht alles damit aus. Dann. Was? Dann kann ich das im Grunde auch verkaufen. Dann muss ich das nicht mit rumschleppen. Willkommen zurück. Möchtest du handeln? Mhm. Klar, ich schau mal, was du hast. Du musst vielleicht ein bisschen suchen, aber... Ja, Kleidung. So. Dann gehen wir noch zur Railroad und gucken, was die da als nächstes wollen. Wahrscheinlich kommt dann da auch eine Quest, wo die wo wir uns für irgendwas entscheiden müssen. Ich könnte aber auch nochmal zur Bruderschaft gehen und gucken. Da ging es auf einmal sehr schnell runter. Sind wir, glaube ich, schon zu weit, oder? Da vorne ist das Haus.
Also Mass Fusion ist auf jeden Fall eine dieser Quests, die wir nicht machen dürfen. Aber von den anderen habe ich, glaube ich, noch keine. Wobei der sich hier bei dieser Auflistung wahrscheinlich auch nicht bei allem 100% sicher war. Ich hatte vor Dayton einen Schusswechsel mit einem Runner. Sei vorsichtig da draußen. Glory. Ich hatte vor Dayton einen Schusswechsel mit einem Runner. Sei vorsichtig da draußen. Unterschlupf Randolph hat einen weiteren toten Briefkasten für dich. Na super. Noch so eine Schrottquest. Geht da weg! Ich hatte vor Dayton einen Schusswechsel mit einem Runner. Sagt es schon zweimal. Da draußen. Desdemona. Hast du dich schon mit dem Patrioten getroffen? Ich habe den Patrioten getroffen. Sein Name ist Liam Binet. Ich wusste, dass du das schaffst. Wir brauchen sämtliche Informationen, die du von dort drin mitgebracht hast. Schreib einen kompletten Bericht auf Pams Terminal. Anschließend analysieren wir ihn und überlegen uns den nächsten Schritt. Los, an die Arbeit. Mhm. Gib den Bericht in das Terminal ein. Wenn ihr mich jetzt auch noch durchlässt. Nimm den Hintereingang. Wenn zu viele Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Aha. Systeme gesperrt. Stelle statistisches Modell für Operation Tea Party auf. Tea Party, ja. Institutbericht eingeben. Obwohl es alles andere als sicher war, funktionierte der Signalfänger glücklicherweise. Nach dem Materialisieren befand ich mich in einem leeren Raum. Z114 kann die 13 Synths platzieren, aber damit sie es zum Teleporter schaffen, benötigt der Patriot den Benutzernamen und das Passwort für Version 1 des CIT Code Defenders. Ende des Berichts. Beginn der vorläufigen Analyse neuer Daten. Analyse abgeschlossen. Starte Interface. Wenden Sie sich bitte umgehend an Pam, Agent. Danke. Wenn Tycoon fällt, gehen uns langsam die Orte aus, an denen wir Synths verstecken können. Vorläufige Analyse beendet. Was Wichtiges dabei? Positiv. Codename Patriot benötigt Admin-Daten für Sicherheitssoftware Code Defender. Querindizierung von CIT-Sicherheitsadministratoren mit Volkszählungsdaten von 2077. Filtere nach noch vorhandenen Strukturen. Eine Übereinstimmung gefunden. Bergman, Wilfred. Eingetragen als Miteigentümer von Cambridge Polymer Labs. Anmeldedaten befinden sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 81% in dieser Einrichtung. Was findet man bei Cambridge Polymer? Cambridge Polymer Labs, LLC. Hatte mehrere aktive Militärverträge. Spezialgebiet Robotik. Die Region ist derzeit als extrem gefährlich klassifiziert. Komm zurück, wenn du das Passwort hast. Mit etwas Glück haben wir bis dahin einen Schlachtplan. Mhm. Na, das könnten wir ja auch noch direkt machen. Mhm. Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht so super weit weg. Würde ich sagen, machen wir das auch direkt. Achtung, Tom hat wieder tolle Sachen auf Lager. Schau mal vorbei. Können wir uns direkt rüber teleportieren? Ladebildschirme.
Kann leider nicht von hier aus raus teleportieren. Tja, hier ist der lange Ladebildschirm. Bum, bum, bum. So. Ja, dann teleportieren wir uns direkt wieder rüber. Das Institut. Können wir die Gelegenheit nutzen, hier kurz schlafen und speichern. So, dann wieder raus. Wuff. Und dann gehen wir da in dieses Polymer-Dings. Was vermutlich auch sehr schnell erledigt ist. Da drin bin ich mit Sicherheit schon gewesen. Poly. Ja, Teil 67. Ein bisschen was her. Da hinten. Von unten durch. Kein Weg. Das ist eine Tür. Beep, beep. Da oben. Hm.
Ich erinnere mich wieder so vage an das Ding. Passwortanfrage. Ich wollte offiziell mitteilen, dass ich entschieden dagegen bin, Personen, die nicht Mitglieder unseres Kernteams sind, Administratorrechte zu gewähren. Adminrechte sind kein Werkzeug für Dr. Williams, um über seine Kollegen zu herrschen. Wir haben ein nahezu perfektes System entworfen und derartige Aktionen setzen alles aufs Spiel. Mir wurde mitgeteilt, dass ich dieser Anfrage rein juristisch gesehen nachkommen muss, ganz gleich, wie idiotisch sie auch ist. Passwort: Vernon ist ein Idiot. Naja, jetzt können wir wieder zurücklaufen. Hat sich's auch bequem gemacht. Muss ich erstmal wieder einen Weg rausfinden. Nicht da, nicht da! Ich glaube, das war nicht der Weg raus. So. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurücklaufen. Das ist ein bisschen Lauferei dann jetzt. Wir könnten natürlich auch fliegen, aber ich glaube, das wäre nicht wahnsinnig viel Gewinn. Laufen wir einfach mal. Oder wir fliegen direkt zum zur Bruderschaft. Das wäre vielleicht. Ja, wir laufen jetzt hier erstmal. Mal gucken, was die als nächstes für uns haben. Da können wir einfach rüberspringen. Und da sind wir wieder bei der Railroad.
Schön, dich bei uns zu haben. Ja. Hervorragende Arbeit. Wir sind derweil deinen Bericht durchgegangen. Er war herausragend. Endlich fügt sich das Puzzle zusammen. Unsere abschließende Analyse ergab, dass das Institut deutlich mächtiger ist, als wir je befürchtet hatten. Wenn wir eine Massenflucht inszenieren, werden die 13 Synths des Patrioten zweifellos die letzten sein, die wir retten. Stattdessen nutzen wir diese eine Chance, um alle Synths zu retten. Restlos alle. Naja, das heißt wahrscheinlich jetzt deren Nuklear-Dings in die Luft jagen, nehme ich an. Ist das überhaupt möglich? Ich hoffe, dass der Fluchtplan des Patrioten ausbaufähig ist. Falls nicht, müssen wir eben improvisieren. Das Institut wird seine Sklaven nie kampflos gehen lassen. Das Kernproblem ist unser Personalmangel. Selbst wenn wir alle unsere Agenten sammeln, und das werden wir tun, können wir dem Institut nicht lange die Stirn bieten. Sprich mit Z114. Wenn die Synths dort unten die Freiheit wollen, müssen sie dafür kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Auch wenn die Synths uns helfen, reicht das, um gegen das Institut zu gewinnen? Es gibt deutlich mehr Synths als Wissenschaftler. Wenn genug rebellieren, bricht ein unglaubliches Chaos aus. In dem Aufruhr evakuieren wir dann so viele Synths, wie wir können. Das wird klappen, weil es das muss. So viel wir dem Patrioten auch schulden. Wir können uns nicht sicher sein, wie ernst er es meint. Wenn er erfährt, dass wir zum Töten bereit sind, um Synths zu befreien, ist ihm das vielleicht zu viel. Hol dir also von ihm, was du brauchst, und schick ihn dann weg. Viel Glück. Wir alle sind in Gedanken bei dir. Ja, also das wird wahrscheinlich sehr schnell zum absoluten Ende führen für das Institut. Ich werde jetzt auch direkt noch zur Britwin. Das macht die Sache echt gefährlich. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch eine weiterführende Quest geben. Das muss ja auch langsam dann gegen die andere Fraktion, gegen die anderen Fraktionen gehen. Also, dass wir die mal alle so halbwegs auf dem gleichen Stand haben. Lädt. So. Was ich nicht weiß, ist, wie man überhaupt mit den Minutemen weiter hantieren kann. Und ich weiß auch gar nicht, was ich hier überhaupt mache, weil die Hauptstory gibt's ja eigentlich so gesehen nicht mehr. Meinen Sohn habe ich ja gefunden. Und was da jetzt eigentlich noch das Ziel ist, das weiß nur der Wind. Da müssten wir auf die andere Seite irgendwie kommen. Na, fast.
Gib mir ein Lasergewehr und meine Powerrüstung. Dann nehme ich es mit der ganzen Welt auf. Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden coolen Mutis und Sins alle sammeln. Und dann geht's hoch. Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Da wird einem ja übel. Ja, ja. Wo war denn der? Identität der Aufbauten grün. Rumpfpanzerung stabil. Hauptdeck. Achtung! Truppführer Delta auf der Brücke melden. Lass dich nicht von Maxens Alter täuschen. Er ist ein genialer Taktiker und ein erfahrener Soldat. Unseren jüngsten Informationen zufolge haben sie das Institut infiltriert und ein wertvolles Holoband in ihren Besitz gebracht. Ich bin sehr enttäuscht, dass sie sich entschieden haben, den Signalfänger ohne die Bruderschaft zu bauen, Ritter. Gleichwohl, sie haben es in ihre Anlage hinein und wieder hinaus geschafft, was eines unserer Primärziele war. Daher bin ich bereit, ihre Fehlentscheidung zu tolerieren. Die unerwartete Beschleunigung unserer Pläne durch sie führt zu zwei neuen Missionen. Zuallererst sollten sie Proctor Ingram das Holoband bringen. Auf dem Band könnten wichtige Informationen für den Erfolg unserer Mission gespeichert sein. Die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Teil ihrer Mission ist etwas komplizierter. Vor etwa 10 Jahren begann die Bruderschaft zur Unterstützung bei verschiedenen Projekten Wissenschaftler aus dem Ödland der Hauptstadt anzuheuern. In dieser Zeit konnten wir auch Dr. Madison Lee verpflichten, eine bekannte Größe auf dem Feld der Nukleartechnik. Wie ist die Bruderschaft auf Dr. Lee gestoßen? Sie war Teil eines zivilen Projekts im Ödland der Hauptstadt, das die Bruderschaft übernommen hat. Es war nicht allzu schwierig, sie zum Bleiben zu bewegen. Wie dem auch sei, Dr. Lees Beitrag zu unserer Arbeit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Ödland der Hauptstadt. Nach einer Weile kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Bruderschaft und sie wählte das Exil im Commonwealth. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie Kontakt zum Institut aufnehmen wollte. Was waren das für Meinungsverschiedenheiten? Sie arbeitete zwar für die Stählerne Bruderschaft, aber sie ist nie offiziell als Gelehrte beigetreten. Nachdem das Ödland der Hauptstadt gesichert war, störte sie sich an der weiteren militärischen Präsenz der Bruderschaft dort. Ich glaube, sie dachte, wir würden einfach irgendwann verschwinden. Da hat sie sich getäuscht. Ihre Mission ist einfach. Sobald sie im Institut sind, machen sie Dr. Lee ausfindig. Wenn sie noch am Leben ist, nehmen sie Kontakt zu ihr auf und überzeugen sie, sich wieder der Stählernen Bruderschaft anzuschließen. Wir arbeiten an einem speziellen Projekt und dafür brauchen wir sie. Was ist das für ein Projekt, an dem sie arbeiten soll? Dr. Lee hat zuvor an einer mächtigen Waffe für die Stählerne Bruderschaft gearbeitet. Wir möchten, dass sie dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Behalten Sie einfach immer Ihre Mission im Blick und lassen Sie sich durch nichts von Ihrer Pflicht abbringen. Viel Glück, Ritter. Aus Ihrer Mitte. Was sollen wir bei dem anderen machen? Vor dem Zaun. Wir schaffen das Netzwerkscanner-Holoband zurück. Na ja, gut, dann geben wir jetzt noch die Blutproben ab und die, die Dokumente. Ah, Ritter. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Ich habe technische Dokumente für dich. Hervorragend.
Ich werde sie mir gleich ansehen. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube. Okay, dann geben wir das Blut noch ab. Kate schreibt mich doch nicht diensttauglich, dass er mir jetzt Befehle gibt. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus... Entschuldigung, gelehrte Naraya? Hast du Blutproben für mich, Ritter? Jawohl. Ja, hier, bitte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so über winzige Blutampullen freuen könnte. Danke. Hier, ein paar Kronkorken für deine Mühen. Mhm. Dann können wir auch wieder gehen. Dieses Arzneuzeug brauchen wir sowieso nicht. Dann wenn wir mal wieder zurück. Aha. Und können uns dann auch wieder zum Institut porten. Wir sollen diese Dinger zurückholen, aber von wem? Entweder von unserem Gerät, von dem Typen, der das gebaut hat, oder von dem Minuteman-Typen. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht einen Brahmin mit einem Vertibird umgeschubst hat. Jo, dann Teleport. Und bevor wir dann hier was Dummes machen, mit dem müssen wir reden und mit da. Ja, dann werde ich hier erstmal speichern und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Das ist halt jetzt überall so ein bisschen kritisch, dass wir nicht ein bisschen zu weit gehen. Weil das Ende will ich erst machen, wenn ich mit Nuka World fertig bin. Aber bis dahin möchte ich zumindest alles schon mal soweit haben. So, Übermutung ist weg. Trinken wir gerade noch was. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier drin mit den beiden Typen reden. Mit dem Verräter für die Railroad. Mit der Verräterin dann vielleicht für die Bruderschaft. Und dann werden wir zurück nach Hangman gehen und gucken, was man da macht und mit wem man da reden müsste. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.